Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 im True Farming 2 Projekt und ja, wir sind hier am Landtunnel und ganz kurz an die YouTuberinos. Die Kamera geht sofort an. Wir haben jetzt hier gerade ein bisschen länger gewartet, weil Tinos Folge was länger ging und dann habe ich mir einen Lipstick einfach mal eben gegönnt und wie es dann halt so ist, immer, ich zünde den Lipstick an, bam, Start. Und du denkst, oh, ne, und ihr wisst ja, Geld ist alles, ne, ist teuer. Will man auch nicht verschwenden dann, ne? Habt ihr Verständnis für, ne? Verschwendung ist nämlich auch scheiße. So. So. Du kommst jetzt mit mir mit. Jo. Wir fahren jetzt zum Rehbachhof. Will mir das selber nochmal anschauen. Also ich hatte mit den Jungs da unten nicht gesprochen. Ich hatte sie mir nur angeschaut erstmal. Ja, alles gut. Wir schauen uns das jetzt an. Ido? Ja? Ich war eben beim LU, wegen den Zuckerrüben und dem Mais. Ja. Die haben leider nichts mehr da, sagt er. Stefan. Okay. Ja. Ja, kann man nichts machen. Okay, weiß ich da Bescheid. Dankeschön. Jo, bitte. Haben die denn gesagt, ob die da was anbauen? Hast du da nachgefragt? Da habe ich jetzt nicht nachgefragt. Ja, egal. Alles gut. Irgendjemand wird schon anbauen, hoffe ich. Ah, warte mal. Wenn wir gerade mal hier sind. Ja, das Mehl müsste auch noch da sein, ne? Ja, wollen wir mal eben gucken. Ah, guck mal. Männer, einer von euch könnte auch gleich noch bei uns an der Mehlbude das ganze Mehl abholen. Hier steht alles voll. Aber hat keine Heide. Wenn wir das schon mal abholen, wo sollten das hin? Bei uns im Lager hinten. Okay. Scheinbar nicht. Solche Autos sind im LS sehr selten, weil alle, ne, immer die teuersten Karre haben wollen und sowas alles. Ich wäre auch mal für so ein Fiat oder für so ein, wie heißt denn hier, wo, so ein Fiat Punto? Oder sowas Kleines, sowas, was man so als Fahranfänger immer hat. So ein, wisst ihr, oder so einen kleinen Fiat oder irgendwie so. Also, aber es werden immer nur die neuen Autos und immer nur diese Mercedes und BMW und immer die teuren Karren. Ne? Aber so kleine gibt es auch, will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht gibt, aber sehr selten, ne? Und sehr, sehr wenig, finde ich. Oder so ein Audi Passat, so ein altes Ding, das wäre auch mal geil. Aber ich glaube, den gibt es. Ah, kaum geht's ums Thema Auto, da kommt der Bloody um die Ecke. Mit jemandem. Jetzt wird der Hof wirklich voll. Hallo. Ja, also kandidieren für mich in Bürgermeister-Sachen würden wir nicht, weil... Der Pech war ja auch da, der hat es ja auch eigentlich gut zur Sprache gebracht, dass wir da der Frau van Dijk erstmal die Chance geben, das nochmal zu klären. Vielleicht hat sich da irgendwas falsch verstanden oder vielleicht auch bei der Ermittlung der Sachen irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. Deswegen, also wir würden jetzt nicht sofort alles wild machen, wir warten erstmal jetzt die tatsächliche Entscheidung ab, was da letztendlich dann bei rumkommt. Und dann müssen wir vor uns natürlich gucken, ob wir vielleicht auch den Hof verkleinern oder Sachen abgeben oder auch gewisse Zweige einstellen. Ich meine, jetzt wo der Pech auch gerade hier ist. Der leidet da ja auch drunter, weil wenn wir unsere Erträge nicht mal ihm verkaufen können, weil wir gucken müssen, wo wir es selber herkriegen, dann ist der Landhandel ja auch bald die Geschichte. Ich meine, das ist ja für ihn noch schlimmer als für uns. Wir müssen gucken, wie wir überleben bleiben. Das heißt, wir müssen doch gucken, wohin verkaufen wir, und wir können nicht von Herrn Pech verlangen, dass er uns plötzlich vielleicht ein Drittel mehr gibt, weil wir es auch, keine Ahnung, nach Österreich verkaufen könnten, weil die es halt vielleicht billiger einkaufen können, als es Herr Pech dann machen kann und uns dafür mehr Geld geben kann. Ja, oder Gras wird nachher hier zu Gold, dass wir nachher für so ein Grasbein, wo wir jetzt bei ihm vielleicht 70, 80 Euro pro 1000 bekommen, nachher 8, 900 verlangen können. Da kann man ja doch, da kann man ja doch Stroh zu Gold spinnen. Ein guter Kandidat, ja, der da vielleicht für die Bauern ein bisschen mehr sprechen würde. Ich weiß, ich glaube, der Pech mit dem Landhandel eigentlich hat eine Menge zu tun. Ich meine, also ich glaube schon, er hat es übernommen, so von heute auf morgen wurde das Ganze ja vors Gesicht geworfen. Und bis jetzt toi, 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 ich glaube mal auf Holz. Sind wir, ist vom Rehbachhof bis auf eine Abrechnung immer sehr, das hat es immer gut geklappt. Also.
Ja, ach, korrekt. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Dann danke. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich dran sagen würde. Das ist nicht immer alles just in time bei ihm, das ist ja verständlich. Ich meine, irgendwo muss er ja auch arbeiten, aber. Also wir hatten mit ihm bis dato kein Problem. Es ist schade, dass er hier weggezogen ist. Wir hätten ihn mal ganz gerne als Nachbarn, aber ja, gut. Ja, das war eigentlich schon mal ganz nett, ja. Ah, Leute, mehr, das geht runter wie Öl. Nur die ganzen Frauen, die auf dem Hof gefahren sind, das ist ein bisschen too much. Also jeden Abend eine neue. Dein Motto war 2x9 sind auch 18. Das war ein Witz. Nur Spaß, ne? Das war jetzt ein Witz. Nein. Aber Herr Eberl, danke für die Eindrücke. Ja, wir hören uns einfach ein bisschen weiter um hier im Ort. Ja, klar. Also, wenn das die Entscheidung letztendlich rechts ist, dann können wir uns gerne unterhalten. Aber ich glaube, wir vom Reberhof sind jetzt hier nicht gerade diejenigen, die jetzt hier sich irgendwie aufstellen lassen würden für irgendwelche Amtsposten. Nein, sind ja schon erst an zweiter Folge vom Oldtimer Club. Das ist schon Arbeit genug. Ja, das glaube ich. Aber ich, der Garage da hinten steht ja noch echtes Schmuckstück, also da muss ich schon. Oh, ja, das gehört dem Hammer. Der gute alte Lanz, ja, genau, ja, der Altbulldog. Ach, der ist traumhaft. Ja. Oh Gott, ich so langsam, ich mach mich. Ich glaube, der Hof wird langsam voll, da kommt der Leck. Das wird mir zu viel hier. Auf Wiedersehen, die Herren. Ja, tschüss. Gerne. Was muss dir? Ciao. Weg. Ja, Bolleck, komm ruhig, wir fahren noch. Oh, Bash, mein Schatz, hab ich vermisst. Servus. Ja, warum bin ich mal hier? Darf ich vorstellen, das ist 2x9. Vielleicht Bolle. Warum bist du weggezogen, Schatz? Pech, ja? Ich brauchte mehr Platz. Hast du mir auch gehabt? Ja, er will nur mehr Fläche bezahlen. Das ist schön. Ja, hätte ich das gewusst, wäre ich da unten geblieben. Ja, guckst du meinen Bauch an, wie viel Fläche. Ja. Wir gehen auf die Dächer ab. Dann haben wir keine Chance mehr. Bald, wir sind weg, dann kannst du ja, mach Motor aus dem Busch haben und mich als Mitarbeiter, weißt du? Okay. Ist auch besser. Ist auch gut, ja. Hm. Aber jetzt bist du weg, jetzt ist es zu spät. Jetzt ist zu spät, ja. Hm. Ja, jetzt ist der Zug abgefahren. Ja. Guido, was treibe ich zu uns? Ich wollte mal fragen, ob man sich mal die Weinreben angucken kann von euch, wie weit die schon sind und also die sind erntereif, ich war jetzt gerade auch, also die sind bereit zum Lesen. Ich war jetzt eigentlich auf dem Weg zum Kalle. Ich wollte mal fragen, ob man uns für nächsten Monat eine Lesemaschine organisieren kann. Ja. Und dann würden wir die lesen und hatten eigentlich vor, euch den Ertrag zu verkaufen, weil wir es ja hier nicht verarbeiten können. Das wollte ich, deswegen bin ich ja nicht hier. Ich wollte dir sagen, dass ich alles haben möchte und auch gut zahlen werde. Also ich brauche das. Nein, hatten wir eh vor. Ich brauche das leider nicht. Leider Gottes sind bei den ganzen Umbaumaßnahmen, die wir stattgefunden haben, ja, ist der Ertrag so ein bisschen. Ja, ist leider untergegangen, aber ja, halt so. Alles gut. Schade, aber gut. Immerhin. Warum ich denn auch noch hier bin, also Wein wird wahrscheinlich ein ziemlich starker Mangelprodukt werden, definitiv auch, ne? Wollte halt irgendwie gucken, ob wir vielleicht auf einen Nenner kommen, dass der Landhandel da irgendwie unterstützen kann, euch mehr Reben zu setzen oder so. Und da wollte ich halt auch mal mit euch drüber reden, ob da Interesse in irgendeiner Art oder Weise besteht. Dann könnten wir die ganze Fläche da voll machen, ne? Ich würde sagen, wir lesen erstmal, gucken, was wir in Ertrag haben. Klar, wenn wir jetzt neu ansetzen würden, dann haben wir natürlich höheren Ertrag, weil jetzt ist es natürlich so ein bisschen gesenkt worden. Ja, aber naja, klar. Da prinzipiell würde ich schon behaupten, weil das Interesse ist groß, auch unsererseits, weil es halt eine neue Frucht ist, die wir hier auch hier in den ländlichen hier nicht so haben. Und ja, so wie die Traube jetzt aussieht, sieht sie eigentlich recht gut aus. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, wir haben den ja jetzt erstmal gesetzt, um zu gucken, ob du überhaupt irgendwas wächst, ja, hier, ob das überhaupt funktioniert. Und ja, genau. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ne? Da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ja. Ist ja super, ja, da. Ja. Also das passt schon ganz gut. Aber es sieht zumindest optisch auf den ersten Blick ganz gut aus. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt eigentlich da runterkriegen und dann. Ja, genau. Wie viel dabei jetzt rauskommt, genau. Ja, ich würde einfach sagen, lass uns doch mal schauen, oder? Das klingt auf jeden Fall interessant, ja. Du wolltest jetzt die Maschinen mal gucken, genau, ob wir die kriegen. Aber wir können mal zu Reben hingehen, dann kannst du ja mal selber einen Eindruck machen. Ja, ja, sehr gerne. Ja. Weil du hast hier eingekauft damals, die Reben, und dann siehst du ja, ob die das... Killerboy, also, wir sind also optisch immer recht zufrieden, so wie wir uns ein bisschen eingelesen haben und so, ja, alte Erfahrungen, die wir gesammelt haben, gehen die recht gut da. Also es sehr gefüllt, ich meine, das Wetter hat gut mitgespielt, viel Sonne. Ja, und hier ist ja auch quasi Südhang, ne? Das heißt, die Sonne, die knallt ja hier auch den ganzen Tag rein. Ja. Das ist sehr gut. Und war der ganz schön? Kaum Schatten. Dankeschön, Chef. Immer gerne.
Ach, das waren, sind ja doch mehr, als ich dachte. Ich dachte, ihr hättet hier nur ein, zwei Reihen stehen. Nee, 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 wir haben uns so... Viel ist es nicht, weil die Länge ist ja nicht so ja. groß. Ja. Ich meine, wenn man würde ich sagen, wir wollen das Ganze fokussieren, dann würde ich vielleicht so gucken, ob wir in die Längsrichtung gehen. Ja, ja. Aber guck mal, wie schön die Trauben aussehen. Auch, ja, ich sag halt, also ich bin ja schon vom... Auch wenn man so probiert, also wir haben auch schon eine gewisse Süße. Oh ja, ja, ja. Da sieht man auch die, die schöne kräftige Farbe auch. Das ist, die sehen gut aus, ja. Ja. Und mit dem Mehltau und so hatten wir auch keine Probleme gehabt bis jetzt. Das war ganz gut. Ja, da, das wollte ich auch fragen. Viel wert, ja, ja, mit dem Mehltau. Ja, man sagt, zur Not müssen wir uns im Steinbruch mal schlau machen. Man könnte auch Schiefer an den Boden legen. Ja. Also an die Wurzel, also an den Stamm. Dann speichert er ja Wärme. Das heißt, auch wenn es mal etwas kühlere Tage gibt, dann könnte sich die Wärme noch aus dem Schiefer rausziehen. Oh, das ist eine gute Idee. Ne, das wird an Mosel oder wo wird es gemacht? Mosel, glaube ich. Ja, Mosel wird das gemacht. Die Mosel führt sowas in Region, ja. In Rheinhessen eher weniger, eigentlich bis gar nicht, weil da ist halt sehr viel Hangbar. Ja. War so eine Hanglage, so. Ja. Nee, klar, also wir würden das, also wir wollten eigentlich, wir wollten es im Oktober dann lesen und dann. Sobald wir die Hänger voll haben, melden wir uns bei euch und dann bringen wir es euch hoch. Ja, das hört sich doch super an. Und dann kannst du ja gucken, was du eigentlich dabei rauskriegst. Ich meine, über den Preis können wir nachher sprechen. Ich meine, wir werden es eh an euch verkaufen. Mhm. Und wenn der Preis natürlich dann in Anführungszeichen für uns arbeitstechnisch zu wenig wäre, dann würden wir es halt nicht großartig weit ausbauen. Aber wenn das natürlich passt, ist für beide Seiten, klar, dann sind wir die Letzten, die sagen würden, wir machen es nicht. Weil so viel Arbeit steckt da zum Glück jetzt nicht drin. Das Lesen wird immer interessant werden und dann halt auch der Blattschnitt nochmal. Ja, das also, Lesen ist halt interessant, weil die Maschine vielleicht recht teuer wird zu mieten, weil du ja große Geräte dafür brauchst. Auf jeden Fall, wir werden da auf jeden Fall irgendwie einen vernünftigen Preis definitiv hinbekommen. Ja. Was, wenn ihr hier anfangt zu lernen, sagt doch auf jeden Fall mal Bescheid. Also ich würde mir das auch mal gerne anschauen, habe ich noch nie gesehen. Also. Ja, im Oktober. Ich fahre jetzt gleich zum Kalle hoch, würde mich darum kümmern, dass er mir eine Maschine besorgt. Ja. Und dann im Oktober würden wir auf jeden Fall dann lesen, weil es ist letzter Monat, weil die jetzt schon gut dastehen, weil nach dem Oktober könnte halt die Fäule irgendwann einsetzen und dann können wir es wegschmeißen. Das macht keinen Sinn. Ja, korrekt. Ja, das wäre schade drum. Ja, eben, deswegen, ne? Gerade jetzt eh nicht viel Ertrag drin und ein bisschen, was jetzt noch dranhängt, das würden wir dann gerne komplett runterkriegen. Ja, verstehe ich, ja. Ohne dann noch Einbuße zu haben, sonst wird sich das dafür wahrscheinlich auch nicht mehr rettieren. Nee, alles gut. Aber. Ist ja nur ein Testprojekt jetzt erstmal. Aber das ist gut zu wissen, weil dann kann ich Kalle ja auch sagen, wenn er uns so ein Gerät quasi leiht, dass eventuell, wenn das alles passt, wir auch dann Interesse hätten, demnächst so eine Maschine zu kaufen. Mhm. Ja. Ne, weil wir brauchen die passenden Anhänger dafür. Das kannst du nicht einfach in so einen Getreidehänger reinschütten. Da brauchst du Du brauchst die speziellen Edelstahlanhänger mit der Winde drin, mit der Spirale drin. Ja. Nee, das hört sich doch super an. Ja. Klingt doch gut. Finde ich auch. Ja gut, dann schauen wir uns also erstmal an. Also wir auf jeden Fall, wir müssen lesen, definitiv. Ja. Also wer auch immer dann da ist, falls ich nicht da bin, aber der Hermann kann das ja auch, dann will man uns natürlich melden, dass du dabei sein kannst, klar. Ja. Ja, eben. Genau. Nee, dann quasi den ersten Rehbacher Wein. Ja. Oh ja. Und den kannst du dann exklusiv im Landhandel verkaufen. Ich habe nur eine Kiste drauf für Bolleck, sonst kriegen wir Ärger. Ja, auf jeden Fall. Wenn Bolleck gelangt wird, dann läuft noch ein bisschen Sava am rechten Mundwinkel runter, weil er sieht ja schon. Er sagte, warum wachsen da keine Flasche? Wieso Bolleck? Das müssen wir alles verarbeiten. Da müssen wir aber auch aufpassen, nicht, dass wir dann wieder umflügen müssen hier, ne? Ja, dann ist es halt so. Wenn wir auch gar nicht so, dann können wir den Boden auch passen, also anpassen. Wir müssen eh in die Längsrichtung gehen, weil mit dem ist extra das so gestellt, weil wir gucken wollten, ob es sich lohnt, ob es funktioniert. Nur wenn wir die Fahrtrichtung in eine Richtung haben, also die Längsrichtung, wäre es natürlich lieber. Wenn wir die wegmachen lassen. Und dann würden wir quasi neue Reben in die Längsrichtung setzen. Dann können wir den Boden vorher mal vernünftig bearbeiten. Ja, noch schön Schiefern vorher. Genau. Ja. So war unsere Idee dann. Gut, wir hätten jetzt nicht mehr das zu erweitern, aber wenn natürlich Interesse besteht, dass wir das gemeinsam machen, klar, logisch. Dann sind wir die Letzten, die sagen würden, wir machen es nicht. Ja, hört sich doch super an, ne? Dann wissen wir dann. Vielleicht Bescheid. Können wir auch mit dem Beppi sprechen. Vielleicht kann er das vielleicht auch ein bisschen heben, dass er vielleicht ein bisschen Hang bekommt. Ja. Das müsste ich dann mal fragen, ob das prinzipiell möglich ist, ob so viel Erdbewegung sinnvoll ist oder ob das nachher... Ja, gut, aber du musst, wenn du jetzt mal guckst, am Nachmittag steht die Sonne ungefähr hier, so, da. Na, da müsstest du das Feld ja in hier die Richtung ausrichten. Ja, manche. Da müsstest du da hinten anheben und hier runter. Bisher keine 70 Grad wäre, es reicht. Wir können mal gucken. Ja. Das wird eine riesen Erdbewegung, ich glaube, das lohnt sich nicht. Ja, wenn die Stadt so weiter baut, dann... Ah, wir sehen es ja. Erstmal gucken, was das jetzt wird und dann können wir noch gucken. Ja. Würde ich auch sagen. Das hört sich doch erstmal gut an. Ja, verbleiben wir erstmal so. Wir schauen uns das alles erstmal in Ruhe an.
Und dann machen wir das so. Also, von unserer Seite besteht auf jeden Fall Interesse hier, die Wein, das mit zu unterstützen, das größer aufzufahren. Wir unterstützen da, wenn da Interesse auf definitiv besteht, ja. Ja, gerne. Und war richtig aktuell, wollt ihr alles haben. Wir haben jetzt Sorghum hier gerade geerntet, die können wir euch demnächst vorbeibringen. Nehmen wir auch sofort, ja, ja. Genauso wie Heu, das wir gerade kräftig am machen. Und Grasballen haben wir noch im Feld liegen. Ja, super. Ja. Entwickelt. Weil du hattest ja letztes Mal was gesagt, du bräuchtest auch Gras unbedingt für das Futter. Auf jeden Fall, ja. Ja. Dann würden wir auch gerne ein bisschen Futter holen. Hast du schon Schweinefutter von dem Deuker-Hersteller da? Mir fehlen noch die Rüben. Ich war gerade schon ich habe gerade einen Praktikanten schon zum LU geschickt, gefragt, ob der vielleicht noch ein paar Rüben im Lager und sowas hat. Der hat aber auch nichts. Keine Rüben, kein Mais. Kartoffeln haben wir nur. Ja, Kartoffeln habe ich auch. Ich brauche Rüben. Kartoffeln hätte ich auch. Zuckerrüben oder gar nichts. Ja. Möhren zählt nicht, ne? Das sind ja auch Rüben. Nee, leider nicht. Ich brauche wirklich Zuckerrüben, ja. Na, schade. Ja. Nee, der habe ich leider keine. Nee, alles gut. Ja, keine mehr. Nee, weiß ich da erstmal Bescheid. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Gut, alles dann schnapp ich mir meinen Praktikanten, machen wir uns mal wieder vom Acker her. Alles klar, wir kommen in die Tage vorbei, den abrechnen. Alles, dann bringen wir es dann hoch. Ja, machen wir so. Alles klar. Alles klar, tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Ja, gut, das super. Der bin ich. Hallo, alles klar. Das Traktor zurück, fährt. Was war das denn? So. Hier, komm, wir müssen weiter, David. Jo, ich eile. So. Guido? Ja? Ich habe gerade mit dem Transport gesprochen. Ja. Mit dem Transportunternehmen. Ja. Der kann mir nicht sagen, ob Melasse vorhanden ist, weil er selber nicht da ist. Ach so. Ja, weiß ich Bescheid. Hast du denn gesagt, dass wenn er da ist, dass er bitte die Sachen fertig macht? Oder Melasse mal eben raussucht? Nein, aber kann ich gerne eben machen. Ja, machen wir. Hallo, Guido Pech? Guido, ich bin's, Kara. Hi. Hi, Kara. Wir sitzen im Auto, du bist im Freisprecher. Ich habe einen Praktikanten hier mit drin sitzen. Hi, ich bin Kara. Der David. Hi, grüß dich. Alles gut bei dir? Alles gut. Sehr schön. Sei artig zu Guido. Wie immer. Sehr gut. Also Guido, Onkel Arthur freut sich, er wird gern mitkommen und er sagt, er wird uns auch prinzipiell wohl in Ruhe lassen, aber naja, ich weiß nicht, was er da anstellen kann. Ja, weiß ich auch noch nicht. Wir fahren auf jeden Fall auf eine Insel. Okay. Also ja, machen wir, aber ist okay, ja. Gut. Also er kann auch schwimmen. Du kannst auch schwimmen, oder? Ich kann schwimmen, ja. Warum? Okay, gut. es ging nur darum, weil ich mir dachte, also, falls ich dich jetzt irgendwie retten muss oder so, falls du nicht schwimmen könntest oder so. Ach so, das könnte natürlich passieren, ja. Dann brauche ich dich eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, aber... Okay. Ja, also ich sag jetzt mal, ne, wenn wir nicht schon ein paar wären, würde ich sagen, ja, okay, dann ist das jetzt ein Versuch, aber ist ja nicht so, dass du nicht schon quasi Mund-zu-Mund-Beatmung kriegst, ne? Das stimmt. Passt, ja. Also... Ist auch egal. Nichtsdestotrotz verkaufst du Apfelbäume? Ob ich Apfelbäume verkaufe? Ja. Ja. Verkaufst du? Ich glaube. Auch 20 Stück. Ja. Kriegen wir hin. Okay. Sind nämlich 10 für Herrn von Sinne und 10 für meinen Onkel. Ja. Einen Moment. Dann notiere ich das direkt. Der Landhandel verkauft alles und für Geld wickeln wir sogar kleine Babys. Okay. Dann ist ja gut. So. Sag mal, ist das dann auch abends so richtig mit richtig schönen, tollen Sonnenuntergang am Strand und so? Ich hoffe, ja. Okay. Das sah zumindest auf den Bildern so aus. So richtig romantisch, sagst du? So richtig romantisch. Okay. Oh, warte, ich bin mal gespannt. Was? Warum? So? Weiß nicht. Warum fragst du? Okay, weiß nicht, keine Ahnung, alles gut. Ja. Ja? Ich bin, kriegen wir hin. Ist den Sonnenuntergang oder romantisch? Romantisch. Ach so. Okay. Dann ist ja gut. Ja. Frag nur.
Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, um ehrlich Wieso, zu sein. Wieso, wegen den Apfelbäumen, wegen dem Sonnenuntergang oder wegen romantisch? Oder wegen meinem Onkel? Also es gibt so viele Möglichkeiten, weshalb du gerade verwirrt bist. Ja. Mit dem romantisch, was hast du denn vor? Nichts. Warum sollte ich was vorhaben? Weiß ich nicht. Wieso, was hast du denn vor? Ja, keine Ahnung. Also das höchste der Gefühle habe ich gedacht, ein bisschen am Strand Spaß hin, aber planst du da irgendwas? Also, Nee, ich wusste doch bis vorhin noch nicht mal, dass es an den Strand geht. Ach so. Wie soll ich denn da was planen? Aber du planst ja was. Ja, Urlaub, ne? Okay. Nur Urlaub? Also, was war mein Ziel? Warum? Okay, ich frag nur. Nur so. Ja. Okay. Okay. Gut. Dann, genau, kannst dich ja melden wegen den Apfelbäumen, ne? Ja, ich werde mich melden, auf jeden Fall. Ja. Okay. Gut. Dann bis später, ne? Ja, bis Achso, später. Ich habe übrigens Äpfel bekommen, von Willi. Soll ich heute Abend welche mitbringen? Willst du Äpfel haben? Ja. Ja? Ja. Okay. Bring ich dir mit? Ja. Ja? Alles ja. gut? Ja, alles gut. Okay. Gut, dann bis heute Abend, ne? Ja, bis heute Abend. Gut, Kussi. Kussi. Das geht doch jetzt hier nicht in Richtung Hochzeit, oder? Wer war denn das? Oh, meine Frau, Freundin. Okay. Moment. Guido Pech, Landtunnel, servus. Servus, Guido, der Sepp da vom Eichenhof. Hi. Nur Frage, nehmt ihr eigentlich Gülle auch? Ja. Okay. Müsst ihr das über das Transportunternehmen liefern lassen? Oder bist du das Rehbach oder Fichtal? Rehbach. Dann kannst du es, wenn du magst, direkt hier selber hinbringen. Okay. Genau. Einfach hin und dann schreibst du dir die Literzahl auf. Und ja. wenn das mehrere Fuhren sind und dann... Das sind 100.000 Liter. Ja, dann geben wir dir dafür Geld. Wir geben dir für die Gülle... 45 Euro die 1000 Liter. 45. Ja, das hört sich fair an. Das machen wir. Okay. Aber da, ja, das gehen wir hin. Ja. Bring einfach hin, schreib auf und dann rechnen wir nachher ab. Alles klar. Super. Jo. Danke dir. Alles klar, bitte. Jo, ciao. Tschüss. Sag mal, will die mich jetzt heiraten? Oder denkt die jetzt, ich mache einen Heiratsantrag? Das hat oder so geklungen. Macht sie mir einen? Hey. Ich habe noch nie über Hochzeit nachgedacht. Ich kann doch nicht heiraten. Ich habe mir die Hörner doch noch gar nicht abgestoßen. Woher weiß ich denn, dass das die richtige ist? Das stellt sich dann raus, ne? Ach so, meinst du erstmal heiraten, dann gucken, ob es klappt? Hä? Erstmal noch ein bisschen hinhalten, ja. Ja, aber was ist, wenn sie jetzt, wenn wir fahren nächste Woche im Urlaub, was ist, wenn es dann passiert? Dann schlecht, ja. Was soll ich denn dann sagen? Ja, vielleicht bist du nicht bereit oder. Ja, dann kannst du die Beziehung gleich beenden. Ja, hast du aber recht. Ja. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wie es läuft, du. Ja, ich muss das mal eben klären. Sprech mal mit dem Kalle. Warum sind wir doch mal hier hingefahren? Das freut mich auch gerade. Größerer Ladewagen. Hol dir mal Preise rein für einen größeren Ladewagen. Nicht den größten, auch nicht den kleinen. Quatsch mal mit dem Kalle über den... Einen Moment. Wir haben gerade den Boss Alpine, ne? Ja, genau. Quatsch mal mit ihnen über den... warte mal, wie viel passt denn hier überhaupt rein in den? Da passen rein 2,3 Tonnen. Frag mal, Maro, der soll dir mal einen Preis geben zu dem Krone RX 360. Alles klar, freue ich.
Ja, er kann 11,6 Tonnen laden, damit die, wenn da noch mehr Felder mit Gras kommen, hätte ich auch keinen Bock drauf als Typ. Ja, klär das mal ab, ich bin mal ganz kurz telefonieren. Mach ich. Alles klar. Hallo, Landhandel, Guido Pech, was kann ich für Sie tun? Der Walder hier, servus Henry, grüß dich. Servus. Du, pass auf, ich habe gerade mit der Kara telefoniert. Mensch, ey, Glückwunsch. Glückwunsch euch beiden. Zu was denn? Na, zu eurer Zusammenkunft. Nennt man das nicht heute zu? Welche Zusammenkunft? Na, seid ihr nicht der Bohr? Doch. Na ja, sag doch Zusammenkunft. Ach so, okay. Warum? Naja, alles gut. Was schnaufst du denn jetzt so? Ja, ich hatte gerade mit ihr telefoniert und wir fahren jetzt nächste Woche in den Urlaub auf die Tropen. Und ja. Sie hat da, ja, ist das so richtig romantisch und hin und her und blablub. Und ich habe jetzt Angst, dass sie mir einen Heiratsantrag macht und ich weiß nämlich noch nicht, ob ich dafür bereit bin und so. Und jetzt sagtest du gerade Glückwunsch und jetzt habe ich gedacht, ach scheiße, jetzt hat sie schon da hinten bekannt gegeben, Verlobung oder was. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst bekommen. Na, ich will ja nicht vorgreifen, aber du bist doch ein ganzer Lieber und wie sie wegen so erzielt hat, also das wird doch schon passen, oder? Weiß ich ja nicht. Naja, also komm, du stehst mit beiden Beinen im Leben, also das muss doch klar gehen. Ja, weiß ich nicht. Also Arthur und ich verlassen mich dabei auf dir, ne? Ja. Ja, also dann denke ich mal schon mit romantisch und Sonnenuntergang, dass du da vielleicht dir was einfallen lassen musst. So für die Zukunft. Ja. Ja, denk mal drüber nach. Also wie gesagt, mein Glückwunsch, mein Segen habt ihr. Ja. Toi, toi, toi und einen schönen Urlaub, ne? Ja, danke. Ja, servus. Servus. Ich will nicht heiraten. Ich will noch andere. Hallo? Ich weiß es doch noch gar nicht. Weiß wirklich nicht, was er vorhat oder so. Ring, 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 ring. Kara Gubowski, Hallöchen. Hi, Kara. Sag mal, hast du den Arthur gerade da? Ja, warte. Onkel Arthur? Onkel Arthur? Du bleibst sofort stehen. Onkel Arthur, hier ist das Handy. Nimm das jetzt. Mann. Das ist Guido für dich. Hallo Guido. Hi Arthur. Du, kannst du mir mal kurz einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du mal ganz zur Seite irgend weit weg von der Kara gehen? So dass sie... Ja, das ist natürlich kein Problem. Natürlich kann ich. Klar, das. Du bleibst sofort mit meinem Handy. Du bleibst da hinten stehen, ist das klar? Okay. Hört sie uns nicht mehr so? Arthur? Warte. Okay. Nein, sie hört uns nicht mehr. Macht sie mir einen Heiratsantrag? Weißt du da irgendwas drüber? Nee, aber sie glaubt, dass du ihr einen machst. Oh. Jedenfalls habe ich ihr das gerade eingetrichtert. Also wenn du schlau bist, dann lass mir ganz schnell. Warum? Der Walter von Sinne war auch gerade bei mir und der sagt, ja, da musst du jetzt mal einen Heiratsantrag machen. Ich wollte nur Urlaub machen. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade abläuft. Ich weiß doch auch nicht. Sie hat einfach so angefangen. Dann hat der Walter, also wir waren in der Telefonkonferenz und der Walter hat gesagt, ja, da geht ja unser Plan auf. Und dann sagt sie mir die ganze Zeit, was für ein Plan, was für ein Plan. Dann hat sie mir Äpfel geklaut, die ich gekriegt habe. Okay. Ja, und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber ihr müsst ja erst heiraten, bevor richtig was passiert. Nein, das geht ja noch nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe da gar nicht dran gedacht, gar noch gar nichts geplant, überhaupt nichts. Sie ist sich auch nicht so sicher, ob das nicht zu früh ist. Aber ich habe ihr gesagt, nee, das passt schon. Okay. Also wenn du es schlau anstellst, dann mach es. Ich hab das gar nicht geplant gehabt, also keine Ahnung. Dann ist ja gut, dass es jetzt plant. Ja, nee, warte mal. Ich muss mir da erst Gedanken drüber machen, also. Dann versuche ich sie noch weiter hinzuhalten, okay? Ja. Ich würde aber ganz kurz nochmal mit Erik, kannst du nochmal im Handy eben hier abgeben? Also machst du nicht im Urlaub jetzt? Also, nein, weiß ich nicht. Okay, keine Ahnung. Gut, alles klar. Oh Gott, das wird wieder... Ja. Ich sag's dir, ich werde den ganzen Abend keine Ruhe mehr vor dir haben. Okay. Du glaubst gar nicht, was ich hier für dich tue, Mann. Warte, ich sehe gerade vor mir einen Augenblick. Ich mach dann mal auf laut, ja?
Ja, klar, ja. Hier, bitte schön, kannst du mit ihr sprechen? Dankeschön. Ja, bitte. Das Maisfeld von euch sieht übrigens super aus. Oh, das ist super, super, danke. Ja, das schmeckt auch toll. Ja, Kara? Ja? Ist alles gut? Weiß ich noch nicht. Was habt ihr denn gerade gesprochen? Ich hab, also, wir sammeln ja beide Briefmarken und ich hatte da so eine alte Briefmarke von 1900, schieß mich tot, und die habe ich Ihnen mal kurz demonstriert und da haben wir halt herausgefunden, dass das eine seltene Briefmarke ist, ne? Willst du mich verarschen? Nein. Doch. Ja. Jetzt kriege ich Angst. Also, ich weiß gar nicht, wie ich das Thema ansprechen soll, Kara. Und ich auch nicht, versuch's doch mal. Ich versuch's, ich gebe mein Bestes. Also, ich hatte gerade einen Anruf von dem Walter van Sinne. Ja, der liebe Walter, ja. Der möchte auch Apfelbäume, das ist richtig. Ja. Und der hat, hat mich angerufen, mir erstmal gratuliert, ne? Dass wir zwei ein Paar sind und so. Ich sagte erstmal, okay. Ja, danke, bla, bla. Mhm, das ist halt sehr, sehr, sehr. Ich weiß nicht, wie ich das Thema anfangen soll. Auf jeden Fall gehen hier irgendwelche Gerüchte rum von wegen einem Heiratsantrag, den du mir machen möchtest. Und ich? Ja? Nee? Wieso sollte ich dir denn jetzt, also? Ja, dann ist das alles gut, alles gut. Ich hatte das jetzt nicht vor. Hattest du das vor? Also, nein. Also, ich weiß jetzt aber auch nicht so recht, was ich sagen soll. Das war, es war nur Urlaub geplant, so von meiner Seite. Ja, von meiner auch. Okay, okay. Also ich wusste das ja alles nicht. Du hast mich ja eingeladen und so. Ja, genau. Also ich wollte nur Urlaub machen mit dir zusammen. Also, ja. Also weiß jetzt nicht, ich weiß ja nicht, worüber ihr gesprochen habt. Bin mir nur ziemlich sicher, dass ihr nicht über Briefmarken geredet habt. Aber ist okay. Doch. Lass mich überraschen. Ja, gut, wir haben nicht über... Was du da jetzt geplant hast. Wir haben nicht über Briefmarken gesprochen. Wir haben über die neue Rezeptur von der Milchschnitte gesprochen, dass wir die beide nicht mögen. Okay. Ist okay. Ja, natürlich. Ja. Schmeckt auch nicht so gut. Nee. Das alte war besser. War gerade ein Schock ein bisschen für mich, die neue Rezeptur, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Muss man halt richtig vernünftig angehen, das Ganze, ne? Denke ich auch, ne? Also, muss ja gefallen, also, ne? Das Ambiente und so muss halt alles stimmen. Ja. Ja. Nicht so mit der Tür ins Haus fallen, ne? Nee. Weil das kann ja jeder. Ja. Muss schon, ne? Das muss so im Kopf bleiben. Auf jeden Fall. Und so wie sich das gerade entwickelt, bleibt das im Kopf, aber nicht als glücklicher Moment, habe ich gerade das Gefühl. Die Rezeptur der Milchschnitte, ja, weiß ich noch nicht. Ja, weiß ich auch noch nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Im Urlaub. Also, ja, ja. Ja? Ja. Okay. Ja. Oh, hier liegt ein Centstück. Das bringt Glück. Steck den Cent ein und, ne? Das habe ich mir gerade auch gedacht. Ich brauche da, glaube ich, gerade ein bisschen viel von. Deswegen sammle ich jetzt jeden auf. Okay. Na gut, vielleicht bringt dir das ja Glück. Ja. Was auch immer. Ich weiß das ja noch nicht, was du vorhast. Oder für was du Glück brauchst. Weiß ich auch noch nicht. Hast du im Lotto gespielt? Weil dann ist ja vielleicht, ne? Dann ist ja gar nicht schlecht, so ein bisschen mehr Glück. Ja, glaube ich auch. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Okay. Ich, ich melde mich, ne? Mhm, machen wir so. Alles klar. Dann bis heute Abend. Bis heute Abend. Das bleibt noch bestehen? Ja, natürlich, bringen auch Äpfel mit. Von Onkel Arthur. Okay. Gut. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Kussi. Kussi.
Ja, was mache ich denn jetzt? Mache ich keinen? Mache ich einen? Soll ich jetzt einen machen? Das habe ich gar nicht geplant. Ja. Servus, Guido Pech, hallo. Ja. Der Mathis hier, hallo. Moin Mathis. Guido, die Mehlpaletten, du meintest, die meinst du an der Mühle selber, oder? Ja, genau, ja. Okay. Danke. Bitte. So, wo sind jetzt die Händler hier? Ah, da. David! Ja, David! Jo. Wie schaut's aus? Was sagt der Kalle? Der Kalle hat gesagt, er hat auch gefragt nach dem Gebrauchtladewagen, ne? Also ich dachte, würde auch erstmal gehen. Ja. Er hätte ein Angebot von den 360er und den 400er RX. Oder halt ein Bergmann Shuttle 490S. Ja. Und so um die 90-100. Okay. Ja, quatschen wir gleich nochmal mit einem Händler. So, aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, was ihr davon haltet. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Immer schön ein Däumchen drücken. Tschüss. Da hat er recht.